Salve a tutti. Mein Name ist Christian. Wir haben den 26. März und es ist 17.41 Uhr. Das ist die Analyse ab Montag, dem 29. März für den DAX. Das war spektakulär, was der gestern hier abgezogen hat. Ja, einfach nur eine aufwärts gerichtete Bewegung ohne nennenswerte Korrekturen. Vielleicht mal 30 Punkte, aber das war es auch. Ein vorbildlicher Hammer, aufgesetzt auf der 20-Tage-Linie, aufgesetzt auf dem 14.400er-Punkt, der sehr wichtig war. Das war schon erstaunlich. Also mir hat es auch, ich hatte auch einige Puts und ich habe die mit dem Trading-Stop versehen und die hat es mir dann rausgeholt. Zum Glück relativ tief, so im Bereich, was war denn das, 14.465. Ich bin glatt. Ich bin im Moment ziemlich glatt. Ich hätte nicht gedacht, dass der gestern noch diese Bewegung nachvollzieht und heute noch einen draufsetzt. Wie dem auch sei, wir sind von diesen beiden Trendkanälen, ich habe da nichts verändert, sind wir an dem größeren, dem längeren, diesem hier, sind wir dran. Ja, das ist kein, für mich ist das kein Shooting Star, was wir hier machen. Und zu dem kleineren, kürzeren haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Der Markt hat sich alle Chancen bewahrt, um ein neues All-Time-High zu machen. Was mir auffällt, ist, dass manche Werte von den Einzelwerten dann, wenn eine Analystenmeinung kommt, wie zum Beispiel heute von Jefferies bei Covestro, dann ziehen die an, als gibt es keinen Morgen mehr. Sensationell. Der Rest, der verhungert dann irgendwo irgendwie auf der Mitte der Strecke. Jetzt waren es diese Woche die Versorger, E.ON, ja, teilweise auch RWE. Das ist ein ganz heißer Markt, das muss ich ehrlich sagen. Aber gehen wir mal hier den DAX an sich durch. Also wir haben das die 20-Tage-Linie gesehen, die klassische Korrektur vom oberen Band zur Mitte der Bänder 20-Tage-Linie. Ein paar Punkte verfehlt, aber da darf man jetzt echt nicht zu zickig sein. Wir haben diese Unterstützung hier angekratzt, aber auch nicht mehr. Und jetzt sind wir am oberen Kanalende. Das ist grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt. Mit einer Pause übers Wochenende, mit irgendeiner guten Nachricht, welche auch immer das sein soll, kann der hier locker am Montag über der 14.800 eröffnen. Und wenn er das macht, gibt es lediglich das obere Band. Das ist hier bei 14.973 als Widerstand. Mehr gibt es nicht. Das traditionelle Signal über das MACD, das biegt sich. Die kuscheln, die beiden Linien, die kuscheln miteinander und es biegt sich, es will nicht durch, finde ich schon sehr erstaunlich. Und über die traditionelle Sichtweise haben wir uns komplett abgebaut. Wir sind auf der Nulllinie. Der Oszillator ist in der Mitte von zwischen 0 und 100. Und da gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Der ist neutral, aber auch der biegt sich hier mit aller Gewalt nach oben. Das ist schon klasse. Deswegen, ich muss dem Markt die Chance einräumen, dass er das All-Time-High so bei 14.807, dass er es bekämpft. Ob er drüber geht, das wissen wir mit einer Stundenkerze. Wenn dem so ist, dann hat er auch Platz. Vielleicht sogar auf die 15.000. Ich sehe die noch nicht so recht, aber ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Nach unten ist jetzt die 14.400 ein sehr, sehr guter Support. Und da werde ich jetzt auch diesen Schein hier anlegen. Da habe ich überhaupt keine Hemmung, das auch am Wochenend-Clip zu sagen. Das ist dieser hier auf den 21.05. Das ist ein 14.390er. Der hat einen 40er Hebel. Das ist eine ordentliche Option. 40er Hebel, 14.390, da sind wir hier drunter, unter der 20-Tage-Linie, unter diesem kleinen, sagen wir mal, ist schon so eine Art Doppelboden und diesem Hammer hier. Und das ist ein sehr, sehr schöner Hammer. Der hat auch genügend Abstand zu dem vorangegangenen. Also das war schon, das hat er beeindruckend gemacht. Das muss ich wirklich sagen, wirklich beeindruckend. 14.390 bis zum 21.05., da müsst ihr euch nicht um das Aufgeld scheren, das bleibt nämlich immer gleich. Das ist ein Schein mit der Kennnummer GH34Q6, nochmal Gustav Heinrich 34Q6. Bei den Puts,
da muss ich ein bisschen hinter das All-Time-High gehen. Wenn ich sage, das war bei 14.807, also ich möchte nicht weiter sein als ein 14.900er. Und der hat jetzt einen richtigen Hebel. Sowas hier zum Beispiel. 15.010, das ist ein 60er Hebel. Dieser Put kommt nur dann in Frage, ich packe den auf die Watchlist, wenn wir wirklich, was ich im Moment nicht wirklich glauben mag, die 14.400 mit einer wenigstens 1-Stunden-Kerze unterbieten. Sonst nicht. Ihr könnt euch den auf die Watchlist packen, ihr könnt es mal probieren, über 4 Stunden, 1 Stunden, aber das ist ein ziemlich heißes Teil. Ne? Das ist die Kennnummer GH3HDE, Gustav Heinrich 3, Heinrich Dora Emil, 18.06. Auch hier habe ich jetzt einen zeitlich limitierten Schein genommen, 15.010. Der muss aber gestoppt werden. Wenn man mit einer Stundenkerze, also wenn ihr den überhaupt nehmt, ich bin jetzt momentan ein bisschen skeptisch, wenn ihr den überhaupt nehmt, muss der gestoppt werden bei 14.900. Dann müsst ihr raus sein aus dem Ding, um das Aufgeld auch zu retten. Also das ist ein sehr erstaunlicher Markt, was man hier halt nicht so gut sieht. Ich zeige das nochmal auf der 4-Stunden-Basis. Was man hier sehr gut sieht auf dem 4-Stunden-Chart, das sind diese langen Lunden. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also auf 4-Stunden-Basis. Das ist schon erstaunlich. Als ob da immer einer sagt, okay, wir lassen mal jetzt die Luft ab und dann auf einmal knallt der nach oben. Schon erstaunlich. Das ist, also das habe ich in dieser Kontinuität auch noch nicht gesehen. Also ich meine, nur um das nochmal kurz zu fassen, der hat sich alle Chancen bewahrt. Der kann mit einem guten Montag hier locker drüber aufmachen. 14.900 ist ein Stop für alles, was da ist. Und den Call setze ich ganz kurz hier drunter. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute. Muss aber dazu sagen, dass ich wahrscheinlich in der nächsten Woche, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alle Filme zu machen. Muss ich mal gucken. Ach ja, und ich wollte mich auch noch bedanken. Ich habe da letzte Woche diesen Film gemacht, Trading-Tipps, um Verluste zu vermeiden. Es wurde viel gesehen. Es wurde sehr freundlich kommentiert. Finde ich ganz, ganz toll. Und wenn ihr da ein bisschen eintauchen wollt, ich glaube, am 1. oder 2. Mai habe ich da noch ein Webinar. Könnt euch das ja mal anschauen. Also vielen Dank dafür. Und wenn sich das so fortsetzt, dann mache ich da so eine Art Serie draus. Immer mal wieder 2, 3 Trading-Fehler sagen, die also offensichtlich sind, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ansonsten nochmals Happy Trading, fette Beute und für die, die nicht da sind, schöne Eiertage. Bye, bye.